Liv Hohmann aus Kiel hätte in diesem Frühjahr eigentlich ihr Abitur machen sollen, vermutlich als eine der besten ihres Jahrgangs. Doch nach der zweiten Corona-Impfung im Jahr 2022 zeigte die Schülerin Symptome wie Erschöpfung und Muskelschwäche. Irgendwann wurden die Beschwerden so stark, dass Liv nicht mehr zur Schule gehen konnte und über Wochen ans Bett gefesselt war. Das war ganz schrecklich, weil ich einfach nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, ins Bad gehen konnte, mir selbstständig was zu essen holen konnte. Ich brauchte eben absolute Ruhe. Ich habe ganz, ganz viel geschlafen, über 20 Stunden am Tag. Weil die möglichen Folgen sowohl der Covid-Infektion als auch der Impfung dagegen nur wenig erforscht sind, war Livs Hausärztin ratlos. Dann haben wir uns eben weiter auf den Weg gemacht, waren bei ganz vielen auch Spezialisten in der Uniklinik. Und zum Schluss musste sich meine Mutter wirklich aktiv selbstständig auf den Weg machen. In der Medizinischen Hochschule Hannover wurde die heute 18-Jährige so gut es ging behandelt. Vor knapp 2 Jahren gründete sich die Patienteninitiative Nicht Genesen, um die vielen Betroffenen sichtbar zu machen, unter anderem mit 400 Feldbetten vor dem Reichstag im Januar 2023. Nun will die Schleswig-Holstein-Gruppe von Nicht Genesen mit einem runden Tisch die Versorgungslage im Norden verbessern. Die Lage ist schlecht, man kann es nicht anders sagen. Ich bekomme täglich Anrufe von 30 bis 40 Betroffenen, zum Teil auch Ärzten selber, die nicht wissen, wo sie ihre eigenen Kinder in Betreuung hingeben können. Ärzte, die mich aus Sprechstunden anrufen und sagen, ich habe hier mal wieder so einen klassischen Fall. Der junge Mann hatte Long-Covid, vor 3 Monaten noch Triathlon gelaufen, jetzt kann er kaum noch das Bett verlassen. Eine der schwersten Krankheiten nach einer Infektion oder einer Impfung ist das chronische Fatigue-Syndrom, abgekürzt ME-CFS. Patientinnen und Patienten wie die 40-jährige Anna Krumpers aus Oldenburg müssen ihr Leben in einem abgedunkelten Raum verbringen. Jeder Besuch und jedes Geräusch können unerträglich werden. Die Organisation des Runden Tischs für Experten aus Politik, Verwaltung und Medizin war für das Team von Nicht Genesen ein echter Kraftakt. Was dahinter steht an Vorbereitung, was ich die letzten Tage alles nicht gemacht habe, wie viel ich gelegen habe, um hier sitzen zu können, oder die Tatsache, dass ich heute Nachmittag mich nicht um meine Kinder werde kümmern können, keine Hausaufgaben, kein Spielen und vielleicht den Rest der Woche nicht. Und heute ist Montag, aber das sieht keiner. Hans Engel ist Arzt und hat eine 27-jährige Tochter mit schwer ausgeprägter ME-CFS. Selbst er als gut vernetzter und vorgebildeter Mediziner kann aktuell nur wenig ausrichten. Wir haben gemerkt, und das ist ganz bitter, dass es bei allem Verständnis natürlich kaum möglich ist, eine neurologische Untersuchung von einem Neurologen oder Neurologin zu Hause durchzuführen, weil das sind alles Kollegen, die in der Regel sehr viel zu tun haben, Wartezeiten haben in der Praxis zum Vierteljahr. Liv Hohmann braucht auch heute noch viele Ruhepausen und es fällt ihr schwer, sich Dinge zu merken. Sie hofft, dass sie im Sommer wieder zur Schule gehen kann und vielleicht auch irgendwann wieder mit ihrem Lieblingssport, dem Kickboxen, anfängt.